Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ah ja, mit stählerner Faust, der gute Film, wo Jean-Claude Van Damme im Gefängnis ist. Und dabei ist es ja eigentlich überraschend, weil der 2003 gedrehte und definitiv nicht ganz so tolle In Hell Rage Unleashed entstand unter der Regie von Action-Veteran Ringo Lam, der uns einige großartige Filme serviert hat, wie beispielsweise Cover Hard oder Man stirbt nicht zweimal, der vierte Teil aus der Mad Mission-Reihe, den ich wesentlich mehr mag als die meisten anderen. Aber er hat sogar schon einige andere großartige Filme mit Jackie Chan, wie Twin Dragons gedreht, wie Cover Hard 3 mit Andy Lau oder aber in Zusammenarbeit mit Jean-Claude Van Damme Maximum Risk im Jahr 1996 oder Replicant dann im Jahr 2001. Aber der wahrscheinlich wirklich coolere und kultigere Film ist mit stählerner Faust aus dem Jahr 1990. Das ist eine Regiearbeit von Darren Serafian, dessen Namen ich immer wieder mal gelesen habe, weil er als Regisseur unter anderem einige Folgen von CSI Las Vegas, Miami und New York begleitet hat, beziehungsweise sogar bei 22 Folgen von Dr. House Regie geführt hat. Aber man könnte ihn natürlich auch als Regisseur von einigen Spielfilmen kennen. So hat er sein Spielfilm-Regiedebüt damals 1986 abgeliefert bei Alien Predator und hat außerdem 1994 mit Charlie Sheen und Natasha Kinski Tödliche Geschwindigkeit, aka Terminal Velocity, gedreht und laut OFDB auch bei einigen Filmen in kleineren Rollen mitgespielt, sowie dem Charles Bronson-Vehikel Ein Mann wie Dynamit und das würde ich gerne irgendwie erklärt haben, auch dem ein oder anderen kleinen italienischen Streifen wie Lucio Fulcis oder Bruno Mattei's Zombie 3. Was zum Teufel? Anyways, kommen wir zurück zu dem Film mit stählerner Faust. Den habe ich damals als DVD-Premiere von MGM in meiner Sammlung gehabt, als er noch böse und ab 18 war quasi. Dann, als allerdings die Mediabook-Version angekündigt wurde, habe ich ihn ausgelassen, weil ich irgendwie mit den Cover-Artworks von NSM nicht wahnsinnig zufrieden war. Da gab es irgendwie entweder das alte MGM-DVD-Cover und ich glaube, Preisfrage, gab es eigentlich irgendein, ich verlange nur ein einziges, klassisches MGM-DVD-Cover, das nicht unansehbare Kotze war, weil mir fällt da auf die Schnelle ehrlich gesagt nicht wirklich eins ein. Und da haben mich dann eher weniger angesprochen, nämlich eben das alte MGM-DVD-Cover oder eine relativ billig herangezoomte und mit Text vollgeklatschte Interpretation des alten VHS-Covers, beziehungsweise dieses alte amerikanische oder neue Blu-ray-Cover. Das ist ja noch mehr unerträglich mit einem Jean-Claude Van Damme, der so herrlich zurückgealtert aussieht, als wäre er Robert De Niro in The Irishman. Aber es war natürlich irgendwie eine Frage der Zeit, bis wir jetzt dann endlich irgendwann einmal eine gescheite Auflage bekommen. Und Cape Light hat sich eben diesem System angenommen und hat hier das Cover-Artwork der alten Canon VHS-Kassette genommen. Das war eben die Version, die tatsächlich bis in den November 2011 sogar auf dem Index für jugendgefährdende Medien stand. Und gut, ich muss natürlich dazu sagen, dass nachdem ich vorher so böse mich über die alten MGM-DVD-Cover geäußert habe, ich natürlich auch dazu sagen muss, dass dieses VHS-Cover jetzt ebenfalls nicht wirklich nach meinem Geschmack ist. Einerseits eben einige Leute, die da mit der Taschenlampe gerade in der Kanalisation nach Leslie Nielsen suchen, sehen etwas seltsam aus, aber das, was mich fast am meisten irritiert, ist die Tatsache, wie es einerseits entweder sein kann, dass das Licht von zwei Seiten auf den Körper von Jean-Claude Van Damme trifft, beziehungsweise dass das hier für mich tatsächlich eher aussieht wie ein Grafikfehler, wobei ich das auf gar keinen Fall Cape Light anlasten kann, weil das war auf der alten VHS-Kassette schon so. Auch die ganzen Texte und Taglines sind exakt nachgebaut, bis hin zu dem kleinen Fadenkreuz in dem Blutspritzer. Das ist einfach das kultige Retro-VHS-Cover. Was anderes kann man dazu in diesem Fall auf gar keinen Fall sagen. Wir bekommen dann ein weiteres
Recht cooles Bild eigentlich von Jean-Claude Van Damme. Auf dem Backcover, das allerdings in dem Fall wieder in so einen Rahmen gepackt wurde, der ja nicht unbedingt mein persönlicher Fall ist. Dazu haben wir hier eine sehr, ich sag fast zeitungspapierartige Oberfläche bei diesem Mediabook, aber der Druck macht auf mich eigentlich einen recht hochwertigen Eindruck. Wir können dann einmal auf diese Backcover-Karte schauen. Da bekommen wir einerseits die Inhaltsangabe zum Film, wir bekommen eben ausgeschnitten und spiegelverkehrt dieses Bild, das eben dann auch auf dem eigentlichen Mediabook-Backcover ist, mit ein paar weiteren Informationen zum Film. So gibt es in dem Fall dankenswerterweise auch ein bisschen Bonusmaterial. Die alte Blu-ray von NSM hatte ja tatsächlich schon einen Audiokommentar von Daniel Perret und Lisa Schmidt von Wicked Vision mit an Bord als cooles Bonus-Feature. Aber ansonsten sind diese Extras, wie eben beispielsweise das Interview mit Cynthia Gibb, der Audiokommentar vom Regisseur und so weiter, hier für diese Capelight-Edition neu dazugekommen. Wir können dann einmal durch das Mediabook blättern. Da wartet, finde ich, im Inneren ein relativ cooles Bild auf uns, das hier ausgestattet ist, wieder mit diesem Effekt, dass eben quasi das Motiv dann auf der Disc fortgesetzt wird. Hier quasi von dem Gefängnisaufstand haben wir da ein recht cooles Motiv und ein recht cooles Bild. Mich würde interessieren, ob es für diese Mediabook-Neuauflage von Cape Light auch ein neues Bildmaster gab oder ob es da immer noch nur das aus dem Archiv von MGM gab, dasselbe, das eben damals dann schon von NSM verwendet wurde. Aber hier dann ebenfalls ein recht cooles Motiv von Jean-Claude Van Damme auf dem Backcover vom Booklet, beziehungsweise dann eben quasi der unscharfe Ausläufer von dem Motiv auf der rechten Seite, wo er dann allerdings auch auf der DVD weitergeht. Auch das, muss ich sagen, fast ein bisschen ein überstrahlendes, überbelichtetes Bild. Man merkt vor allem in seinem Gesicht, dass dieses Bild für diese, sage ich jetzt einmal, Präsentationsgröße womöglich nicht unbedingt mehr gemacht ist. Aber blättern wir dann einmal durch das Booklet. Das hat einen Text von Oliver Nöding für uns, beziehungsweise hier auf der gleich zweiten Seite vom Booklet Inneren haben wir das Motiv, das MGM dann eben auch als altes DVD-Cover-Artwork für den Film verwendet hat, das eben auch das Cover-A-Motiv von NSM war, beziehungsweise das M-Ray-Cover, als der Film dann nämlich von der FSK gestrichen und neu geprüft wurde mit FSK 12, mit FSK 16 Freigabe, wo er dann ja auch im deutschsprachigen Kaufhaus über NSM als Blu-Ray-Version erschienen ist. Wir finden da eigentlich einen relativ cool gesetzten und gut aussehenden Text hier, ausgestattet und angereichert mit einigen Bildern, unter anderem ja, kann man natürlich machen, muss man aber nicht, wenn ich da jetzt zufälligerweise nein, aber kennt ihr vielleicht einen kleinen, aber feinen Jean-Claude Van Damme-Film namens Leo? Also nicht Leo der Profi, sondern der Leo, wo am Anfang Schreie von der Tonspur gelöscht wurden und es damals auf Videokassette nur eine geschnittene Fassung gab. Ja, das ist einer der wahrscheinlich bekanntesten Motive aus Leo, wo Jean-Claude Van Damme am Ende des Films mehr oder weniger den großen Bösewicht besiegt. Also man kann jetzt nicht einmal sagen, dass sich hier ein kleines Bild ganz dezent irgendwo in eine Bildergalerie verirrt hat. Das ist der Schlüsselmoment aus dem anderen Film als doppelseitiges Bild in der Mitte vom Mediabook. Das ist relativ bitter, aber Cape Light hat sich dazu bereits geäußert. Sie haben zwar jetzt nicht unbedingt erklärt, wie es zu diesem Fehler gekommen ist, sie haben aber mehr oder weniger frei nach dem Microsoft-Zitat "It's not a bug, it's a feature", finde ich, auch relativ humorvoll drauf reagiert, wobei ich weiß nicht, wie es euch geht, mir bei solchen Sachen dann doch ein kleines bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt, weil ich weiß nicht wieso, ich kann über relativ vieles lachen, Inkompetenz gehört meistens halt nicht dazu. Und einem renommierten Label wie Cape Light
Muss ich leider in aller Härte sagen, darf eigentlich sowas nicht passieren. Das ist irgendwas Lächerliches, was sich Kleinstlabels leisten können. Aber okay, ist passiert, die Welt geht davon tatsächlich nicht unter. Aber es ist halt schon etwas, das man natürlich als Kritik dazu gesagt haben sollte. Die restlichen Bilder passen, eh? Wie zum Teufel kann das passieren? Also wär schon wirklich interessant gewesen, wie es dazu gekommen ist. Aber ansonsten sieht das Mediabook eigentlich meiner Meinung nach relativ gut aus, und ist relativ cool gemacht eigentlich, auch wenn ich es relativ spannend finde. Ah, das hier oben, während hier unten übrigens dieser Rücken und Rahmen von dem Booklet frei schweben kann, klebt er zumindest bei mir. Kann natürlich auch nur eine Einzelgeschichte sein, hier oben fest, weswegen er sich da dann ein bisschen vom Booklet löst. Aber klingt jetzt nicht so, als würde das irgendwelche Schäden heraufbeschwören. Das ist mir tatsächlich relativ wurscht. Und in dem Sinne haben wir einen recht witzigen Fail für zwischendurch. Aber eine, wie ich sagen würde, trotzdem optisch eigentlich ganz gelungene Mediabook-Neuauflage von einem coolen Van Damme-Film.